Und jetzt gehen wir zu Gendorf. Es wird Zeit. Es geht los. Oha, der Himmel wird dunkel. Jeder weiß, was jetzt passieren wird. Es wird krass. Da ist es, Zelda. Seid willkommen in meinem Palast. Du bist also dieser Gendorf. Wie schön, dass man sich endlich mal kennenlernt. Ihr lächerlichen Schattenwesen, die Götter wolltet ihr besiegen mit eurer Kraft, die dann so kräftig doch nicht war? Mir hat das nur genützt, die Schmerzen, die euch widerfuhren, nährt meine Macht. Und es war euer Zorn, der mich zum Leben erweckt hat. Was eurem Volk gefehlt hat, war ganz einfach Kraft. Absolute Kraft, die den Auserwählten der Götter vorbehalten ist. Nur der, der diese Kraft besitzt, ist würdig, König aller Könige zu sein. Du bist so arrogant. Wenn du denkst, du bist der Auserwählte, der über die absolute Kraft verfügt, dann werde ich dir trotzdem mit allem, was mir zur Verfügung steht. Die Schatten fühlen sich gebunden durch die Kraft des Lichts. Wie äußerst amüsant. Nun gut, versucht mir nur zu trotzen, wenn ihr könnt. Stellt euch mir entgegen, mit euren Freundschaft und mit euren sogenannten Werten. Ah, lächerlich. Oh nein, Mintna, was tust du da? Das hat, glaube ich, nichts gebracht. Ah, du kannst sie nicht angreifen. Mann, Zelda, du siehst nicht mehr so gut aus. Wie töricht, gegen einen König zu rebellieren, der über Licht und Schatten herrscht. Aber es sei so, so spüre den Zorn des Königs am eigenen Leib. Kein Problem. So, ich habe nicht umsonst die ganz Marionette Zelda, okay. Schon ein bisschen feige, eine Prinzessin zu nehmen. Klappt das hier auch? Ich bin so neugierig. Okay, es funktioniert. Das ist so lächerlich. In jedem Zelda-Spiel gibt es irgendeine Verarsche, wie man den Gendenkampf besiegen kann. Und wir werden es mit einer Flasche machen.
Weil das ist wahrer Skill. Was für ein Masterschwert. Ich hab Master Flasche, Junge. Let's go. Spielen wir eine Runde Tennis. Yeah. Perfekt. Ich bin bereit, Zelda. Du kannst kommen. Das klingt ein bisschen komisch. Ja, die Attacken kennt man. Kein Problem. Komm. Ich dachte, wir spielen noch mal eine Runde. So. Ja, wie gesagt, die erste Phase ist ziemlich easy. Ich könnte auch die Magierüstung benutzen, um kein Damage zu kriegen, aber das wäre ja langweilig. Na, kacke. Ich war zu langsam. Ich hoffe, der macht noch mal einen. Ja. So. Das war's. Erste Phase vorbei. Oh, ich habe vergessen, meine Cam wieder anzumachen. Ups. Okay, Zelda scheint es wieder besser zu gehen. Oh nein, er verwandelt sich. In Ganon. Schattenbestie Ganon. Let's go. Aber das ist ein reiner Wolfling-Kampf, glaube ich. Ja, okay. Er wird... daraus kommen. So, jetzt beruhig dich mal, Großer. Weg mit dir. Und beißen. Jawohl. Okay, einfach nur beobachten. Da kommt er. Hab ich dich. Ja, schleudern wir dich mal nach links, Kollege. Und beiß dir mal deine schöne Wunde. Oh, er macht alles kaputt. Wow. Das war aber ein bisschen fies. Komm her. Hab ich dich. Boah, Mintner ist echt stark. Und jetzt gibt's ein paar Bisse. Oh, das war knapp. Hab ich dich. Na komm schon. Das war's, Kollege. Oder? Nein?
Ganon hält echt eine Menge aus. Ah, okay. Hab ich dich. Komm jetzt. Ist da langsam lächerlich, was du hier machst. Immer noch. Er ist echt stark. Also er hält zumindest viel aus. Wow. Boah, das war knapp. Ich habe nicht gesehen, von wo er angreift. Einfach nur Instinkt. Okay, das war's mit Gendorf. Gen. Aber das war's noch nicht. Das wäre doch zu leicht. Zelda hat ihre Lebensenergie zurückgewonnen. Prinzessin, ich sagt jetzt nichts, Mintner. Es war zwar nur für kurze Zeit, aber euer Herz und meines waren eins geworden. Was waren denn meine Leiden verglichen mit denen, die ihr auf euch genommen habt? Was hat sie denn vor? Ah, sie will sich opfern. Nein, Mintner, tu das nicht. Wir brauchen dich. Oh nein! Oh nein, ey. Was wird passieren? Boah, das Schloss wird zerstört, oder? Und er lebt noch. Oh nein. Und Mintner ist tot. Oh, jetzt wird's heftig. Ihr Lichtgeister, die ihr mit eurer Macht die ganze Welt erstrahlen lasst, ich bitte euch. Verleiht mir die Kraft des Lichts, auf dass ich das Böse besiegen möge.
Lichtpfeile. Link. Du bist der auserwählte Held. Leihe auch du mir deine Kraft in diesen letzten Kampf. Natürlich helfen wir. Nächste Phase. Ich werde versuchen, Gandalfs Bewegungen mit Lichtpfeilen zu verlangsamen. Lenk du ihn ab, aber bleibt nah genug an ihm, dass ich meine Pfeile ihn erreichen können. Let's go. Ah, shit. Ah, der hat so Phantomlichter, Geister. Wo ist er? Da. Bleib hier. Mann! Drecksack. Wieso verfolgt er mich? Eigentlich müsste der doch von mir wegrennen. Ah, Drecksack. Ich krieg dich noch. Mann, du bist scheiße. Hau nach, ruhig. Oder muss ich ihn abschießen? Ich glaube nicht. Nee, warte, ich muss nur an ihm bleiben, ne? Na, jetzt erwischt er mich. Ich muss ihn anvisieren, richtig? Ja. Ich anvisiere, macht Zelda was, okay. Erwisch ihn. Perfekt. Jetzt habe ich dich. Ah, daneben. Perfekt. Wir haben ihn. Ah, knapp. Boah. Immer so knapp, Digga. Perfekt. Alles klar. Letzte Phase, würde ich sagen. Du kämpfst sehr gut. Aber genug palavert. Ich habe nur einen Wunsch. Mit dieser meiner Klinge will ich alles Licht der Welt endgültig zum Erlöschen bringen. Das ist der Final Kampf. Schatten für Gandalf. Ich schätze, er kann einfach alles blocken. Ja. Und Zufall. Ganz schnell A drücken. Und dann können wir ihn zurückdrängen. Ah, okay, wir können ja auch so hitten. Na komm doch. Also wenn du stumm stehen bleibst, dann hast du auch keine Chance gegen mich. Ganz ehrlich.
Alter. Komm. Auf deine Deckung zu vernachlässigen. Ich bin hier. Okay. Hab ich dich. Na los. Zu langsam, Kollege, zu langsam. Viel zu langsam. Alter, springen kann er auch noch wie Super Mario. Hab ich dich. Abgeblockt. Schön. Wir haben schließlich von der Held der Zeit gelernt, hä? Wie man diesen Kampf gewinnt. Na komm. Hab ich dich. Und rumhieb. Okay. Okay, mit der Kombo kriege ich ja mal einen Schlag. Aber kein Problem. Der hat hinten einfach keine Verteidigung. Und das war's mit dir, mein Kollege. Das war's. Denk nicht, dies sei das Ende. Der Kampf der Schatten gegen eure Lichterwelt hat gerade erst begonnen. Oh, das Treff aus der Kraft ist weg. Das war's mit ihm. Santo bringt ihn um. Boah, im Stehen sterben ist auch eine Kunst. Und Mintner lebt doch noch. Und sie hat ihre wahre Gestalt wieder.
Was ist? Sag schon etwas. Oder hat ja meine Schönheit etwa die Sprache verschlagen? Ja, ich glaube eher, das ist es. Und das war The Legend of Zelda Twilight Princess. Einer meiner Lieblings-Zelda-Teile. Tatsächlich. Und ich hatte ultra Lust, das nochmal durchzuspielen und hundertprozentig durchzuspielen. Mit allen Geheimnissen und so. Und ich schätze, das haben wir jetzt ziemlich gut gemeistert. Während jetzt die Credits laufen, rede ich noch ein bisschen über, ne? Also ich habe mich ziemlich spontan dazu entschieden, das am Anfang zu streamen, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das lieber als Let's Play so machen will, als Videoformat und nicht im Stream und dann hochladen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat mir das besser gefallen. Ja, das Spiel laggt noch manchmal, aber egal. Was ich noch sagen wollte. Es ist das erste Let's Play, was ich wirklich richtig durchgezogen habe. Also größeres Projekt, weil das Spiel ist halt groß. Und ich hatte in der Vergangenheit schon öfter Zelda-Spiele angefangen, sowas wie Skyward Sword, Majora's Mask. Da war ich halt noch kleiner, jünger. Aber ich bin echt zufrieden, dass ich diesmal ein großes Let's Play durchgezogen habe. Weil ich habe das nie geschafft früher. Ich weiß nicht warum. Es hat nie funktioniert. Und jetzt kann ich endlich mit Stolz sagen, ich habe ein Let's Play durchgezogen und ich habe schon ein nächstes großes Let's Play im Kopf, worauf ich auch schon länger Bock habe. Und ja. Damit ehre ich dieses Spiel, dieses Let's Play für meine Mühen und Arbeit. Auch wenn für euch das nicht so rüberkommt, aber ich habe endlich, für mich ist das ein Achievement, weil ich habe endlich was durchgezogen. Und ich weiß, dieses Let's Play kam nicht so gut an. Es hatte wenig Aufrufzahlen. Aber das ist mir egal. Ich liebe dieses Spiel. Und wenn ich es aufnehmen will, dann nehme ich es auf. Und das werde ich in Zukunft weiter so machen. Es war jetzt nicht so lustig geschnitten wie die anderen Spiele oder so, weil Zelda ist ein Spiel, was man ernsthaft durchspielen sollte und nicht mit Effekten und Jokes, wisst ihr, so wie Mario Kart Double Dash oder so. Das hier ist für mich ein Herzensprojekt gewesen und es wird in Zukunft weiter solche Spiele geben, die ich einfach so durchspielen werde. Auch größere Spiele. Wie gesagt, ich hoffe, in Zukunft wird das noch ein paar Aufrufe erzielen und nachschauen, weil das Spiel ist echt toll. Ihr müsst es nicht bei mir schauen, aber zumindest würde mich das sehr ehren, wenn dieses ältere Game noch in Erinnerung bleibt und das wird es safe. Und es ist nicht das letzte Spiel, was so alt ist, was ich durchspielen werde, ganz und gar nicht. Es gibt noch so viele N64-Spiele, Super Nintendo-Spiele, die ich durchspielen will und halt noch neuere Games und ja. Ich bin stolz drauf. Ah, guck mal hier, der Kleine hat jetzt das Ordnungsschwert. Ja, aber wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Und ja, genießen wir noch die Credits. Und ja, der Soundtrack ist einfach mega schön. In jedem Zelda-Spiel feiere ich den Soundtrack. Das ist das, was mir bei Breath of the Wild ein bisschen fehlt. Da gibt's auch gute Musik, aber zu wenig. Ich finde, Zelda lebt bei mir mit dem Soundtrack am meisten. Und ich hoffe, es wird wieder besser laufen in Zukunft mit Videospielen. Weil in letzter Zeit kommt ja nicht so viel raus. Zumindest wenig, was mich interessiert. Das ist leider sehr schade. Ja, ja, ja. So, die reisen jetzt natürlich zurück nach Ordon, ne? Weil die Eltern machen sich Sorgen. Ja, die Geschwister sind auch wieder vereint. Thank you.
Was ich an dem Spiel noch ein bisschen cool, was ich an dem Spiel sehr cool fand, ist, okay, was sie da machen, wollen wir jetzt nicht wissen, ist, dass es ein bisschen creepy war, ne? Es war wieder ein bisschen düsterer und dass die düsteren Zeldas sind meistens die besten. Auch wie bei Majora's Mask, das ist das beliebteste Zelda-Spiel. Auch wenn es nicht mein Favorit ist. Favorit. Aber dieses Zelda hier ist mein Lieblings-Zelda, was Grafik und Kampf angeht, weil hier kämpfe ich am liebsten. Sehr schön. Aber hey, es ist klar, dass Nintendo die besten Soundtracks hat. Ich meine, Koji Kondo ist für mich einer der legendärsten Komponisten überhaupt und ich mag ihn sehr gerne. Die Gerudo-Wüste. Die zeigen jetzt natürlich nochmal alles. Ach ja, und Mintner muss ja auch wieder in ihre Welt. Also gut, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Am Ende müssen wir Licht und Schatten voneinander scheiden. Aber vergesst nicht, dass neben eurer Welt noch eine andere existiert. Licht und Schatten, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Untrennbar miteinander verbunden. Dass die Göttin in Hyrule uns den Schattenspiegel hinterließen, geschah gewiss, damit wir uns begegnen können. Davon bin ich überzeugt. Prinzessin Zelda, ihr seid ein guter Mensch. Wenn alle Bewohner Hyrule so sind wie ihr, wird dieses Land sicher eine strahlende Zukunft haben. Ich danke euch von Herzen. Und ihr habt es ja selbst gesagt, solange der Schattenspiegel existiert, ist der Weg offen zwischen unseren Welten. Link. Man sieht sich. Aber sie möchte das nicht. Ich vermute mal, sie hat sich in ihn verliebt und sie will das nicht, dass noch mehr passiert. Weil sie weiß, sie gehört nicht in diese Welt. Ziemlich traurig eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt.
Ende. Man sieht sich.